Hallo und herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour. Heute, neuer Stellplatzbericht. Wo bin ich? Im Camping Schweinmühle. Das in der Nähe von Windisch-Eschenbach, das ist so 3-4 Kilometer hier weg. Schöne Gegend, super Gegend. Und ich zeige euch jetzt mal den Platz. Und zwar der Geografie nach, nicht der logischen Reihenfolge nach. Also, schöner Platz, freut euch. Hier kommt diese Straße hier reingefahren. Beachten, da oben ist eine Bahnunterführung mit 3,30 Meter Höhenbegrenzung. Also höher geht hier nicht. Fahrt hier runter, da unten ist die Rezeption, laufen wir gleich vorbei und könnt ihr euch anmelden. Hier sind Parkplätze für Tagesbesucher. Direkt da hinten ist ein schöner Teich. Ihr hört, ein kleiner Zoo ist auch hier. Das ist ein schöner Teich mit der dritten Ebene für Wohnmobile, Camping, Zelte. Heute Nacht war da hinten auch ein Zelt. Schöne Ecke, schöne Gegend und viele Viecher. Zu denen gehen wir gleich. Die Schweinmühle ist ein Bauernhof. Hier könnt ihr im Hofladen auch einkaufen. Und dazu gehört auch ein Restaurant, das wir uns gleich noch angucken. Hier ist ein Außenbereich davon. E-Bike-Ladestation ist vorhanden. Hier drin geht es zur Bauernhoftechnik. Ferienwohnungen sind zu mieten. Hier im Hofladen gibt es allerlei Produkte hier aus der Region zu erwerben. Und hier geht er rein in die Rezeption. Bitte beachten, montags ist geschlossen. Aber dann hängt da ein Zettel, schreibt euch auf und könnt dann hier einfahren auf den Platz. Das gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten. Für Kinder ist hier einiges geboten. Es geht hier in die Heuspielscheune. Da schauen wir gleich mal rein. Hab gar keine Vortour gemacht. Ja, da können die Kleinen prächtig im Heu toben. Gute Idee. Etwas großzügig benannt die Spielhalle. Aber auch bei schlechtem Wetter hat man hier Räumlichkeiten, wo man sich aufhalten kann und was unternehmen kann. Gefällt mir. Hier kommt man aus dem Bereich vom Restaurant. Hier führt ein Radweg dran vorbei. Hier wird also zu den Öffnungszeiten, vor allem Wochenende oder im Sommer, mächtig was los sein. Gerüstet sind jedenfalls für Betrieb. Alles sehr schön, sehr geschmackvoll eingerichtet. Ich habe hier nicht gegessen, aber ich denke, das ist ein Tipp für euch, mal herzukommen. Gucken wir gerade mal, was es zu essen gibt. Cordon Bleu für 11,60 Euro. Schweinemedaillons 12,50 Euro. Schweineschnitzel Wiener Art 10,90 Euro. Leute, hier müsst ihr her. Besser geht nicht. So ist morgens früh. Den Innenbereich kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Ihr seht, hier geht es auch zum WC. Die WCs sind auch für den anschließenden Campingplatz zu nutzen. Gibt es noch Zigarettenautomaten? Ich fasse es nicht. So, Waschraum für Wäsche, Trockner, Waschmaschine, Handwäsche, klein aber fein. So, da vorne ist besetzt, gehen wir gleich mal ein Stück weiter. WC, Dusche, Herren. Hier wird sauber gemacht, hier ist auch immer sauber. Das ist tiptop für den kleinen Platz. Also Respekt, Hut ab für die Familie. Sehr pfleglich gehen die mit ihrer Anlage um. Immer noch mal 3 Schritte zurück. Hier ist auch die Entsorgung Chemie-WCs. Auch das zweckmäßig und sauber. So, da wo wir gerade hier drauf laufen, das ist eigentlich der Radweg. Der führt hier direkt dran vorbei. Geht nach da hinten weiter. Hier seht ihr schon Teile vom Campingplatz. Und hier ist die kleine Spüle. Einfach gemacht, aber sehr funktionell. Auch hier sauber, was mir gefällt. Zu jeder Tageszeit heißes Wasser und Gummistopfen, was ja auf Plätzen nicht immer selbstverständlich ist. So, es gibt hier den zweiten Weg auf dem Platz hier auch. Ihr seht, hier fließt der Mühlbach vorbei. Dann ist er aufgestaut für die ehemalige Mühle.
Der Fluss selber ist links von uns, auf der anderen Seite des Campingplatzes, das ist die Waldnaab. Und hier geht's auf den Platz. Er besteht, wie vorhin schon gesagt, aus mehreren Ebenen. Hier ist die Hauptebene und hier stehe ich auch mit dem Willi. Ja, schön sonnig, passt. Ich habe gestern Abend in der Sonne gestanden, dafür heute Morgen im Schatten. Aber ihr seht, es ist hier viel Platz, es ist angenehm, es ist ruhig. Das Einzige, was zu hören ist, sind manchmal oder nachts die Wildtiere und alle halbe Stunde die Bahn, die da oben vorbeifährt, aber das stört eigentlich nicht. Na, ihr seht, wo es hier überall hingeht, mit Fahrrad oder natürlich auch zu Fuß. Windisch-Eschenbach 3 Kilometer, stimmt nicht ganz, bis wir mitten im Ort sind, seit ist es wahrscheinlich 4 Kilometer. Geht auch an der Straße entlang, das sind 6-7 Kilometer, aber das ist super. Und hier hinten, trotz Verbotsschild, darf man natürlich auch mit Camper oder Wohnwagen rein. Da geht es jetzt weiter zu den Plätzen. Ihr seht, es ist eine traumhafte Landschaft hier am Platz. Das ist ein Feuchtbiotop. Ich hatte mit Mücken jetzt keine Probleme. Weiß nicht, wie es im Sommer ist. Und hier seht ihr auch den Mühlbach nochmal langlaufen. Und da vorne kommen wir dann auch gleich dahin, wo es wieder links zu dem zweiten Platz geht, der zu dem Campingplatz gehört. Da wo das Einbahnstraßenschild und der Pfeil hinzeigt, geht es dann nach Windisch-Eschenbach. Wenn ihr mit Fahrrad hier seid, fahrt. Aber es geht auch zu Fuß ganz gut zu machen. Es ist eine schöne Gegend, schönes Tälchen. Kann ich nur empfehlen. Ja, ihr seht, in dem Bereich hier sind viele Dauercamper. Aber natürlich sind da auch noch Plätzchen, um sich mit dem Wohnmobil hinzustellen. Also es ist schon eine kleine Idylle. Und ein kleines Paradies, was die sich hier geschaffen haben. Das hat eine recht große Fläche. Hier passt einiges hin. Nicht unbedingt an Wohnmobilen, aber an Dauercamper und so weiter. Da haben sich zwei Hunde getroffen. Man hört's. Okidoki. Da hinten, wo die Fahne weht, ist das zweite Waschhaus. Sind wir jetzt am zweiten Waschhaus. Auch hier nochmal Entsorgung Chemie-WC. Duschen, WCs, Damen und Herren, da wird gerade geduscht, also gehe ich nicht rein. Ja, könnt ihr euch nochmal austoben und jetzt gehen wir nochmal zurück und betrachten den kleinen Zoo. So, Frischwasser bekommt ihr hier, wo Chemieklo entsorgt wird, habe ich euch gezeigt. Grauwasser gibt es auch, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Man fragt er halt. Ich brauche das gerade nicht. Hier sind Müllstationen in den Boxen drin. Alles gut organisiert. So, dann kommen wir zu dem kleinen Streichelzoo. Ihr seht, hier wird Landwirtschaft betrieben, auch noch intensiv. Hier ist ein Iseli und zwei Ponylies. Ja. Oh, kann wiehern, das kleine Tierchen. Super. Also hier seid ihr mit Kindern gut aufgehoben. Ach du. Gänse sind auch an Bord. Und das Geißlein ist wohl seinem Gehege entfleucht. Naja. Hier nun, schöner Spielplatz, alles rustikal, stabil, super, also wirklich, das gefällt mir sehr. Naja, und hier sind die anderen 6 Geißlein, das 7. habt ihr ja schon gesehen. Ja, nochmal, wenn ihr mit Kindern herfahrt, hier seid ihr richtig. Und schon sind wir wieder am Willi und das war's dann auch mit der kurzen Platzvorstellung. Also, meine Empfehlung hat der Platz. Sehr schön, sehr idyllisch. Ideal für Familien mit Kindern.
klare Empfehlung und klar Daumen hoch. Aber wo Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt gerne unserem Kanal, darüber freuen wir uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis denne!